Hallo und herzlich willkommen bei Human Fall Flat. Dieses Spiel wurde immer vom Entwicklerstudio gesponsert und vom Developer No Breaks Games und vom Publisher Curve Digital. Es ist ein Spiel, das ich ganz großartig finde. Es ist poetisch, es ist cool, es ist clever, es ist knifflig, es gefällt mir sehr gut. Wir sehen hier unten, wir sind doch in der Version 060. Hat damit zu tun, dass das Spiel noch nicht erschienen ist. Ich werde hier ein Datum einblenden, wann ihr es auf Steam kaufen könnt. Ich habe eine Vorabversion bekommen, um mir das Spiel anzusehen. Nicht um einen Test zu machen, sondern um euch das Spiel zu zeigen. Und damit wir es zusammen erleben können. Und wir spielen jetzt einfach mal. Wir starten ein neues Spiel. Jawohl, neues Spiel starten. Ich habe es ein wenig getestet und ich fand es großartig. Ich kannte es schon vorher. Und hier sehen wir, der Human ist flat gefallen. Human fall flat. Wir können hier rumlaufen. Und die Kamera ist nicht nur die Kamera, sondern auch die Bewegung unserer Figur. Wenn wir runter gucken, dann guckt er runter. Wenn wir hoch gucken, guckt er hoch. Das heißt, wenn wir runter gucken und laufen, schleift er mit der Stirn praktisch auf dem Boden. Also immer nicht so günstig, wenn man unbedingt eine Treppe hoch will, weil dann schleift man mit dem Kopf auf dem Boden. Wir gehen jetzt einfach mal da durch diese Tür. Humans, they will run into every door they encounter. Dann sehen wir es auch, es sind Umlaute und SZ noch nicht in der Lokalisation enthalten. Habe ich die Publisher darauf hingewiesen oder der Developer? Ich weiß immer nicht, wen ich da darauf hinweisen soll. Ich habe jemanden aus dem Studio darauf hingewiesen. Aber es ist halt noch etwas in der Entwicklungsphase und noch nicht komplett fertig. Da ist ein Knopf. Und wir können mit der linken Maustaste unseren linken Arm heben und den komplett frei steuern. Und das gleiche können wir mit der rechten Hand machen. Und deshalb nehmen wir einfach mal die linke Hand. Warum eigentlich? Ich bin Rechtshänder. Ich nehme die linke Hand, weil die linke Maustaste normal ist. Versuchen, den Knopf zu drücken. They will push every button they see. Ja, das ist wichtig im Menschsein. Der Mensch ist darauf programmiert, Dinge zu erforschen und seinen Horizont zu erweitern. Zu gucken, was passiert. Unsere Hände halten übrigens automatisch fest. Wir können hier... Ah ja, da habe ich jetzt eben den Boden festgehalten. Wir können da... Genau. Egal wie ich mich jetzt bewege, die linke Hand bleibt da. Das heißt, ich kann mich jetzt mit der rechten Hand bewegen und den Knopf drücken. Ah, großartig. Ihr seht vielleicht jetzt schon, was das für ein Potenzial hat. Das ist obercool. Okay, was ist... Das ist natürlich auch schick. Wir glauben mal einfach, dass die Statue da nicht reinpinkelt, sondern dass sie mehr so die Denkerpose hat. Das ist, glaube ich, eher, was hier gerade abgeht. Es ist immer sehr merkwürdig, die Stufen hochzulaufen, aber ich finde dieses kleine Männchen obercool. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, eine Webcam zu installieren und der Figur ein Gesicht zu geben. Aber das werden wir in meinem Fall nicht machen und ich habe es auch tatsächlich noch nie irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob es ganz furchtbar und albern aussieht. Ich finde die Figur so, wie sie ist, super. And grab opportunities with both of their hands. Und das hier ist immer der Ausgang vom Level, nämlich der freie Fall. Yet they can't fly and never will. Human fall flat. Klarer geht es eigentlich gar nicht mehr. Das gleiche passiert auch, wenn wir sterben oder wenn wir halt runterfallen. Das war jetzt praktisch der Ladebildschirm. Schön flüssig. Wir können hier runterspringen. Und landen dann einfach wieder auf dem gleichen Level. Also uns kann nichts passieren. Wir sehen auch, es gibt kein Heads-Up-Display, es gibt keine Leben, es gibt nichts in dieser Art. Eigentlich eine sehr schöne Sache. Was wir machen können mit unseren Händen, sind natürlich Objekte zu bewegen. Wir können zum Beispiel hier diesen Container mit beiden Händen packen, einfach weil wir da mehr Kraft haben, und ihn wegschieben oder wegziehen. Ja, aber nicht den Boden ziehen. Es ist ein bisschen knifflig, aber ich finde es sehr cool. Es ist einzigartig. So, den haben wir weggezogen und jetzt können wir hier die Züge, alles ganz simpel, nur um die Mechaniken verstehen zu können, können wir einfach die Züge auf den Schienen wegziehen und dann hier drüben den Waggon praktisch, den Waggon wegziehen, um dort durch die Tür zu kommen. Da sehen wir, er strengt sich ganz schön an, er hängt sich wirklich rein und das ist echt eine coole Sache. Soweit ich weiß, können wir nicht zerquetscht werden und Sturzschaden scheint es auch nicht zu geben. Wir dürfen also nur nicht runterfallen. So, und da... Okay, müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall da erstmal hoch. Da müssen wir erstmal hochkommen, auf den hier. Ah, so. Okay, und den müssen wir jetzt irgendwie runterziehen eigentlich. Genau, wir müssen ihn von den Gleisen runterziehen. Hoppala.
Habt ihr gesehen, was eben passiert ist? Ich habe den oberen Waggon nach rechts gezogen und den linkeren, den unteren nach links geschoben. Weil durch die Haftung meiner Füße. Das war ziemlich cool. Okay, weiter geht da nicht, aber sollte reichen. Ah, sehr schön. Das gefällt mir wirklich gut. Also wir können praktisch den Boden unter uns verschieben, indem wir uns oben wegdrücken. Weil unsere Füße auch ziemlich große Haftung haben. Wir versuchen hier mal hochzuspringen. Indem man die Beine nach hinten schmeißt, ist obergeil. Wir werden mal gucken, ob das hier genauso funktioniert. So, also auf jeden Fall hat sich der Waggon jetzt schon ein bisschen bewegt, weil wir aufgekommen sind. Wenn wir jetzt die Wand festhalten und uns dann bewegen. Oh, ja, ja, da kommt der Waggon. Da kommt er. Ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist, aber ich finde es obercool. Das war eine richtig saubere Lösung, richtig smooth. Geil. Und noch ein Knopf. Man wird doch immer sicherer mit den Knöpfen. Naja, ein bisschen. Dann haben wir noch eine Treppe. Da geht es noch weiter nach oben. Okay, ich bin gespannt auf Merit. Der springt auf seinem Unterleib hoch. Habt ihr das gesehen? Donnerwetter. Das ist obercool. Okay, hier haben wir mehrere Zugwaggons, die wir so platzieren müssen, dass wir rüberkommen. Problem ist, den Waggon da, den in der Mitte, den können wir nicht bewegen. Das heißt, wir müssen den Waggon hier irgendwie unter uns bewegen. Wir müssen das gleiche machen wie eben. Ja, genau, genau so. Jawohl, macht einen kleinen Stepptanz. Perfekt. Jetzt können wir hier rüberspringen. Ah, ja. Oh, nein, oh Gott. Oh. Mann, ich war der Meinung, aus schlechten Spielen, dass man durch das Seil durchspringen kann. Aber nein, das Seil hat Kollisionsabfrage. Huch. Okay, warum haben wir das alle gemacht? Wir haben das alles gemacht, um hier rüber zu kommen. Über die Treppe. Der Bereich ist ein bisschen unübersichtlich. Wir werden auch bald in Bereiche kommen, die ich selber noch nicht gespielt habe. Aber bis hierhin habe ich zumindest getestet. Und Tür auf. Oh yeah, cool. Und da ist der nächste Bereich. Geronimo! Das ist obercool. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich mag Puzzle-Plattformer, wer es noch nicht gemerkt hat. Ändert nichts daran, dass ich früher oder später frustriert von ihnen bin, aber trotzdem, wir werden mal sehen, wie lange mir das hier Spaß macht. So, wir können die Kisten auch hochheben. So ist es nicht, wir müssen nur mit der Kamera runter. Oder wir können sie auf den Boden slammen mit der Kamera nach oben. Es ist sehr intuitiv und trotzdem muss man immer wieder nachdenken, was muss ich jetzt tun, so physikalisch gesehen. Ist ganz absurd. So, die Kiste steht da gut genug. Machen wir mir hier einen schönen Sidestep rüber. Dieser Sidestep war echt smooth. Die Musik passt auch perfekt. Obercool. Okay, dann wollen wir mal hochspringen, die Kiste greifen und runter. Wir sehen also unser kleines Gummi- oder Wachsmännchen, wie auch immer man es nennen möchte. Das tut ihm auch nicht weh, wenn irgendwas auf den Kopf fällt. Glaube ich. Ja, natürlich nicht. Er hat ja auch so einen Bauarbeiterhelm auf. Das ist der einzige Indikator, wo man sehen kann, wo vorn und hinten ist. Und die Tatsache, dass er sich mitdreht, wenn wir die Kamera drehen. Also seine Vorderseite zu sehen, ist echt schwer. Er guckt immer weg von der Kamera. Er ist kamerascheu. Oh, ja. Bis man sich so lange im Kreis dreht, bis man die Orientierung verliert und wieder am Anfang ist. Was haben wir denn hier? Ein Aufzug, wie es scheint. Okay, das ist einfach genug. Erst einmal, um zu lernen, mit den Mechaniken umzugehen. Das ist cool. Soweit ich weiß, spawnen die Kisten einfach wieder. Die fallen, glaube ich, einfach wieder vom Himmel, wenn sie runterfallen. Also kein allzu großes Problem. Uns kann eigentlich nichts passieren. So, bopp. Das ist obergeil. Wie schön, dass ich immer aufs Maul packen kann. Okay, das sieht komplexer aus. Ach nö, warum? Oh, ach so, nee, warum? Nee, ist nicht komplexer. Wir müssen nur den Knopf drücken hier. So. Und dann können wir die Kiste da so wunderbar rüberschieben, wie wir es schon zuvor gemacht haben. Mit dem... Ah! So, rechte Hand diesmal. Oh yeah, das war richtig smooth. Ich liebe das, wenn man genauso direkt davor steht und den Knopf einfach perfekt trifft. Mit einem Ausstrecken des Arms. Das ist wirklich cool. Das gefällt mir echt gut. So. Okay, wir werden den Zug erst einmal... Ich sag immer Zug, es ist ein Waggon. Wir werden den Waggon erst einmal da ranschieben. So, dass er erstmal da bleibt. Und dann können wir die Kiste da ganz safe rüberfahren, weil ich habe eigentlich keine Lust, dass die Kiste runterfällt und da muss ich das nochmal machen hier. Nein, das wollen wir nicht. So, Knopf. Dann können wir die hier sogar rüberschieben. Nee, lieber nicht rüberschieben. Lieber so. Und können wir damit springen? Jawohl. Nur ein bisschen, aber es geht.
So. Also ich muss sagen, besser als andere Physikspiele hat man hier echt ein richtiges Gefühl von Gewicht. Das machen sie wirklich gut. Ups. Okay, das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Ich bleibe auf der Stelle stehen. Das ist jetzt nicht so günstig. Oh. Aber es funktioniert. So muss ich wenigstens nicht wieder runtergehen. Es ist physikalisch gesehen logisch. Also, warum sollte es nicht funktionieren? Ich denke immer, solange wie eine Physik-Engine eines Spiels perfekt ist, geht alles, was auch in der echten Welt geht. So absurd, wie es auch aussieht. Cool. Übrigens mag ich den Erzähler. Ich finde es sehr cool, was er zu sagen hat, und ich weiß ja nicht, wann er was sagt, deshalb schweige ich immer, wenn ich denke, jetzt könnte was kommen. So mache ich das. Knopf! Verdammt. Knopf. Knopf. So. Das ist cool. Ich find's auch gut, dass hier nur manchmal so ein bisschen Farbe drin ist. Es ist fast alles weiß oder grau, aber manchmal ist mal so ein bisschen weiß dabei. Das Laden ist noch ein bisschen stockend, aber das kann sich auch alles noch verbessern. Ich finde es trotzdem gut, so wie es jetzt ist. So, da haben wir extra eine Treppe, um wieder hochzukommen, falls wir runterfallen, aber das sollte eigentlich nicht passieren. So suchen wir uns schön den kleinsten Spalt und dann kann auch nichts passieren. Okay. Langes Hüpfspiel. So, aber gar kein Problem. Gar kein Problem für unser kleines Männchen. Vielleicht wollen wir ihm einen Namen geben, aber da fällt mir jetzt nichts zu ein. Wenn ihr dem Männchen einen Namen geben wollt, keine Ahnung, schreibt das in die Kommentare und wir können darüber lachen. Wahrscheinlich habe ich die Videos schon fertig aufgenommen, wenn ihr Kommentare schreibt. Im Übrigen habe ich vor, diese Videos von gesponserten Spielen jetzt in mehrere Episoden zu schneiden, damit man mehr Videos davon hat. Weil ich komme mir immer so vor, als ob ich ein bisschen immer durch die Spiele durchrushe und euch zu wenig davon zeige. Deshalb zeige ich euch das jetzt ein bisschen ausführlicher, vielleicht eine Stunde lang oder so, und dann machen wir da 3-4 Videos draus. Ich glaube, das ist eine gute Sache. So, diese kleinen Fernbedienungen da, die erzählen uns übrigens Sachen über das Spiel. Wir können die mal nehmen. Climbing. To fall properly, you need to get high. This instructional video was prepared for everyone who does not feel high enough and is ready to do something about their situation. Climbing is as easy as doing yoga. The major difference being that yoga leaves you where you started, even if done properly. Let's break it down. Raise your hands. Inhale, optional. Approach the obstacle. Lower your hands, grabbing the obstacle. Look down to pull yourself up. Walk forward as you release your hands. Hand release timing is crucial. Releasing too early or too late will not get you high, and you might as well do yoga instead. Hat unsere Sprache wirklich so viele Umlaute? Das ist erstaunlich. Diese kleinen Fernbedienungen finde ich ganz großartig. Sie spawnen In-Game-Tutorial-Videos. Ganz großartig. Also, es ist ganz einfach. Hände nach oben strecken, springen und Kamera nach unten und dann zieht man sich hoch. Das ist oberlogisch und obercool. Es gefällt mir so gut, diese Mechanik des Kletterns. Das ist die coolste Klettermechanik aller Zeiten. Punkt. Oh Gott! Okay, da habe ich eindeutig zu früh runtergeguckt und bin mit dem Gesicht gegen die Mauer gesprungen. Kein Wunder, das passiert, wenn man die Hände zu früh runternimmt. Aber diese Klettermechanik. Wir können halt keine geraden Wände hochspringen, aber wir können uns an Kanten festhalten und uns an diesen hochziehen. Und das ist physikalisch gesehen so cool. Wirklich, ich kann es nicht fassen. Es ist so einfach und so genial. Es ist wirklich eine geile Sache. So, und hochgezogen. Jawohl. Es ist geil. Und hochgesprungen und oh Gott, okay, das hat nicht gereicht. Da bin ich aber irgendwie nicht hoch genug gekommen. Ich war mit den Händen noch an der glatten Fläche, also an der vertikalen Fläche, aber ich muss mit den Händen zumindest an die Kante kommen. Ja, ja, oh Gott, okay. Zu früh losgelassen oder zu spät? Das ist noch ganz einfach hier, aber da... nee. Ich glaube, ich lasse sogar zu früh los. Vielleicht könnte der sich da noch hochrappeln. Wir versuchen das jetzt mal nochmal und lassen absichtlich später los. So. Jawohl. Okay, aber diesmal bin ich auch so höher gekommen. Und nochmal.
Problem ist echt, wenn man normalerweise irgendwo hinspringt in einem Spiel, dann guckt man runter. Aber hier muss ich hochgucken und dadurch sehe ich nicht, wann ich mit den Füßen an der Kante bin. Oder jedenfalls nicht so gut. Das ist ein ziemlich großes Problem, aber es bringt halt die Spielmechanik mit sich. Könnte man als zusätzliche Challenge ansehen oder als Designfehler? Ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich vernünftig. Ja gut, das gehört halt dazu. Anders würde das Spiel nicht funktionieren.